Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part hier in EU4. Wir haben direkt ein Event, bei dem wir einen Zweierberater mit diplomatischer Reputation bekommen. Den haben wir zwar schon, aber wenigstens dann für den halben Preis, weil aktuell zahlen wir da unnötig viel. Ich habe mir auch einen Zweierberater für einen halben Preis geholt, der die Stabilitätskosten verringert. Bringt zwar nicht so viel, aber ja, ihr könnt mir vielleicht auch mal den militärischen Berater, aber der 64, ich glaube, das macht jetzt nicht mehr viel Sinn, den zu befördern. Wenn Plus an Disziplin natürlich ganz nett ist. Wir werden jetzt nicht die Idee verbessern, sondern noch einmal den Tech mitnehmen, weil der Kolonialismus gespawnt ist. Und Nai-Hen habe ich noch. Ist natürlich die Frage, ob ich das überhaupt. Das werde ich wahrscheinlich nicht behalten. Dementsprechend macht es keinen Sinn, das jetzt noch in der Religion zu ändern. Also ich müsste da jetzt halt relativ viel investieren. Ich müsste dafür meinen Berater ändern und so weiter. Und das machen wir natürlich nicht. So, bin wieder da. Ah ne, ich bin doch nicht. Doch, ich bin wieder da, aber nur nicht angezeigt, glaube ich. Hoffe ich. Ich mute mich nochmal. Okay, eigentlich müsste ich da sein. Ja, komisch. Ah, ja, ja. Perfekt. Hallo, mir wird zwar angezeigt, mein Mikrofon und meine Kopfhörer sind gemutet, aber ich höre dich und du hörst mich, also alles gut. Ah, ich glaube, meine Verbindung zum Discord ist gerade abgeschmiert. Aber egal. Ich bin wieder da. War das ein Anspruch gegen Janzu? Anspruch fingieren ist fertig. Ja, dann mach Anspruch, genau, und dann greift die an und setzt dieses kleine Häkchen bei Korchin. Das okay. Eigenheit, wenn er mit reinrufen darf. Kann ich nicht. Warum nicht? Sie können sich in einem Krieg gegen ein Land, mit dem sie einen Waffenstillstand haben, nicht anschließen. Kannst nicht als Main machen. Oder Korchin meinst du, oder wie? Korchin, ja. Achso, okay, ich dachte nicht Ming. Nicht die Ming, nein. Okay. Die Ming machen eh nicht mit. Doch. Aber im Krieg machen die Ming mit? Ja. Die haben zwar 3264 Dukate Schulden. Bei mir machen sie nicht mit, okay. Bei mir würden sie mitmachen. Aber dann machen wir nochmal gegen die Ming, dann holen wir nochmal Geld raus. Ist doch Wurst. Okay. Die wollten Krieg führen, dann führen wir Krieg. Die Ming haben direkt schon keinen Bock mehr, bevor sie überhaupt. Ich brauche auf alle Fälle Hilfe bei Shenyang, weil Shenyang kann ich nicht alleine belagern. Oder? Ich weiß gar nicht. Glaube nicht. Ja, ich komm. Ich hab zwar keine Kanonen, aber. Ich war eine Kanone, ja. Wir sind mit Abstand einfach die größte Nation der Welt. Tokugawa hat den Kolonialismus gefördert. Das ging aber schnell. Ja, die geben Gas hier, Heiko, oder würde ich. Hier wird nicht gechillt, so. Da gibt's richtig. Richtig Action sofort. Aber wo hat Tokugawa denn Ah! Warte, warum die das gefordert? Korea. Warum in Korea? Ja, weil das die einzige Provinz. Oh nein! Och man. Oh man. Jetzt wird er die Haut schreien müssen wieder. Alter, soll aber mir davor noch. Ding machen, bitte. Ich brauch Wissensteilung. Wieso geht Wissensteilung nicht? Achso. Ja genau, wir haben das zusammen besetzt. Ich gehe da mit rein. Oh lol. Wahrscheinlich meine Flotte. Mal wieder ein bisschen die Ming ärgern. Wenn wir jetzt dieses Großkampfschiff kurz besser machen. Schöne ist nur, dadurch, dass Tokugawa das gefördert hat, werde ich relativ zeitnah auch Kolonialismus bekommen. Heißt, wir bekommen Kolonialismus aktuell 0 an. Kannst du mir vorstellen, Provinz hat Kolonialismus. Hafen mit Kolonialnation, okay. Jetzt können wir uns wieder neben ansetzen und zuschauen. Perfekt. Ja, und ich werde jetzt halt gucken, dass ich so schnell wie möglich den Ding bekomme. Kolonialismus. Auch wenn ich jetzt nicht ganz dringend brauche. Ich meine, der Malus ist ja noch richtig entspannt. Also ich persönlich hoffe, dass die Runde nochmal weitergeht, Heiko. Ja, eigentlich läuft es gerade ganz gut. Ich finde es ganz sehr interessant. Aber diese Leute, die in EU4 Livestream gucken, werden sie selber Heu spielen. Aber das grenzt schon an Ketzerei. Ich hatte vor 4 Jahren ein Candlelight-Dinner mit dem Ex-Freund meiner Schwester. Da haben wir so Fondue-mäßig gegessen und er hat seinen Feuerzeug neben, so ein Zippo neben dran gestellt und das angezündet und dann saßen wir da voll romantisch. Uff, da war ich auch nicht nüchtern.
Gut. Mit dem Ex-Freund von deiner Schwester. Ja, genau. Also damals war sie noch mit ihm zusammen, logischerweise. Genau. Mit dem kam ich ganz gut aus. Also wir hatten ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Okay. Ja. Die schreiben im Video... Was bei mir? Okay, komisch. Also ich weiß nicht, warum der YouTube-Chat komisch ist, aber es wird schon passen. Wenn du mal Zeit hast, Tiger, kannst du ja auch mal nach Nürnberg kommen zu uns, zu mir. Ja, also eine sehr gute Freundin von mir, ihre Familie lebt in Nürnberg auch. Ah, okay. Und das ist, die wollte ich eh mal besuchen. Die wohnt sogar mitten in der Altstadt, meint sie, okay. Also mittendrin. Genau. In der Altstadt, okay. Ja, ja. bin ich mal gespannt. Weil die ist ab und zu und dann haben wir gesagt, gut, ich meine, es macht halt keinen Sinn, dass ich hierher fahre oder die hat halt auch noch Familie am Bodensee, aber ich meine, von Leipzig an Bodensee, da ist man halt 8-9 Stunden unterwegs, so, da treffen wir uns lieber in Nürnberg, da bin ich halt in 2 Stunden. Ja. Ja. Ich habe jetzt ich habe noch ein paar Leuten versprochen, die in Dresden wohnen oder halt in Dresden sich treffen, ein paar Abonnenten, dass ich nach Dresden komme, wenn die dort sind. Und ein Kollege von mir, richtig cool, der hat einfach, der ist Unternehmensberater, der ist relativ viel unterwegs. Und der ist auch zufälligerweise irgendwo in irgendeinem sächsischen Dorf und da kommt er mich auch besuchen in Leipzig. Das wird ganz gut. Ich habe auch heute mein Fahrrad bekommen, so richtig alles Verranztes, aber das wollte ich auch genauso haben, weil sonst hat es mir nur geklaut. Leipzig hat den Ruf, dass er sein Fahrrad dann nicht sehr lange behält. So, jetzt haben wir die Text durch. Und die Deckel-Idee nehmen, damit ich meine Legitimität noch weiter erhöhe, aber davon habe ich 400. Da kann ihm war ja komplett 3-Sterne-General, aber es ist immer noch der von Atekayama. Ja. Ja, das haben wir sowas von gewonnen. Auch schön Prestige obendrauf. Moral der Armee 7%. Dann gehen wir wieder durch, Heiko, dann werden wir wieder Spaß haben jetzt, oder? Wobei was? In. Bei Ming? Ja. Ja, ich bin gerade eben noch oben gewesen, hab da einen unterstützt, weil den, glaube ich, Rebellen. Wir machen jetzt bei Frieden mit Korchin erstmal. Okay. Butuhea, die nördlichste Provinz? Warte mal. Korchin, so. Butuhea, okay, ja. Geht Ananbu? Anbu? Nanbu. Ja, ja, Moment. Nanbu meinst du, oder? Ja, Nanbu. Ja, ja, ich verwechsel es mal mit Ando. Das ist, ja. Und die drunter auch, oder? Und die drunter auch. Ja, und die drunter? Und die da drunter auch. Ist, so muss es doch laufen, das ist gar kein Stress. Du bekommst, du sollst, du nimmst Yurim. Okay. Das ist deins. Mhm, ich wähle die schon mal aus, dass ich nicht vergesse. Und Hatekayama bekommt Boduna. Mhm. Ja. Und bei Singtu. Ja. Und eventuell, wie viel Vosko hast du jetzt, wenn mit diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Provinzen? 77. Okay, aber stopp, stimmt nicht, hab gelogen. 57. Okay, dann können wir noch weiter, ja, dann müssen wir da noch die Provinzen belagern. Dann ja. Gibst du Yotsu, die anderen beiden Provinzen, Chengde und Yotsu auch noch an Hatekayama. Okay. Wenn es dann soweit ist. Du kannst ja schon mal weitermachen bei Yanzhu. Die unteren beiden Provinzen von Yanzhu gehen an Satake. Da kommen wir gerade nicht so einfach hin. Da gibt es eine Ming-Fashion, die das... Ja, ich weiß, aber ich meine in Yanzhu. Achso, in Yanzhu. Moment. Yanzhu. Die unteren beiden Provinzen gehen an Satake. Okay. Satake, ja. Und die oberen beiden Provinzen gehen an Uesugi. Okay. Also, der gute Gaius hat seinen Laden auch im Griff, oder? Warum? So, dass er immer alles bekommt. Ja, ja. Hatakayama ist auch groß. Guck, der eine Kolosid ist schon im Norden. Sehr gut. Hallo, Meliodas Zorn. Guten Tag. So, ist die Festung jetzt durch? Aus. Ja, ja, genau. Ja, kann man durch, weiter. Dann können wir auf Chengde und Yotsu, um das zu belagern. Dann können wir auch die Koch jetzt schon mal rausbiesen gleich.
Also ich finde es nicht gut, wenn wir Krieg gegen Ming führen, weil verliere ich jedes Mal die Kriegsreparation. Geht schon um ein richtiges Minusgeschäft. Oh, da haben die Ming 25 Schiffchen. Ja, aber das ist ja gleich Beijing. Rauskommen. Das ist ja, aber das können, brauchen wir nicht zu belagern, Beijing, weil das gehört nicht uns, die Provinz dann. Ach so. Trotzdem, der wird das ja gleich belagert haben oder so? Ah, nee. Fuck. Nee, nee. Aber wir sollten dir vielleicht sagen, dass die jetzt nicht der KI helfen, sondern die Provinz zu belagern. Ist ja egal. Im Süden kommen sie auch voran, im Süden belagern sie ja auch Sachen. Okay, gut. Kennst du die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschland, MLPD? Ich weiß auch nicht. Vielleicht liegt ein Plakat hinter mir, auf dem draufsteht: Schluss mit weiter so, diesmal radikal links. Aber das ist doch vom letzten Bundestagswahlkampf. Das hängt neben meinem Che Guevara-Schild. Neben meiner Che Guevara-Flagge. Mein Zimmer sieht wirklich toll aus. Da gibt es so eine LGBTQ-Flagge dazu und noch ein Ding von der Linken. Da geht es aber nur um mehr Personal für Pflege und Gesundheit. Hätten wir das mal gemacht vor 4 Jahren, aber andere Punkte. Ja. Dann gib mal Yosutu an Hatekayama. Yosutu, wo ist das ansatzweise? Korchin. Achso, ja, an Hatekayama, Moment. Ja. Und Chengde auch an Hatekayama. Hatekayama. Genau, dann machst du Frieden mit Korchin. Ja. Die wollen noch nicht. Kein. Ah, weil das ein Full Annex ist. Schau mal, wie viel Vosko hast du gegen die Ming? Achso, weiß ich gar nicht. Also. 39. Ja, dann mach doch Frieden mit den Ming schon mal. Voll Geld, Kriegsreparationen, auf, wie geht's? Achso, ich dachte, bei den Ming nehmen wir diesmal auch was. Weiß ich nicht. Ist keiner gemeldet dann in den Ming. Oh, gut, dann machen wir nicht an niedrigen Kriegsreparationen. Ja, können wir schon wieder machen. Wir können aber auch. Ja. Nimm doch mal Geld, wir brauchen eh Geld. Der Norden ist immer noch verschwendet. Wir haben voll Geld und können immer noch Provinzen nehmen, glaube ich. Nee, komm mal nicht. Nehmen wir voll Geld. Ja. 2745 Dukate. Ja, dann haben die Leute auch alle endlich mal Geld, genau. Fuck, ich hab den, glaube ich, vergessen. Ärger. Ming ist nicht mehr länger ein gültiger Rivale von Ashikaga. Alles klar. Dann gib mal jetzt, dann nehmen bei Korchin die ganzen Provinzen. Und bei Ding auch, bei Yanzu. Ah, das läuft doch gerade richtig ordentlich, oder? Wollte ich gerade sagen, es läuft echt gut bei uns. Vor allem das Geld kann man ja direkt wieder Manufakturen bauen. 49. Also Norden darf sich demnächst echt nicht mehr bei mir beschweren. Ja. Brauchen wir den guten Takeda. Kriegen sie 0,49 oder was ist das hier? Nanbu. Genau. Oh, ich glaube meine Truppen kriegen Verschleiß. Das ist schlecht. Jurim habe ich mir genommen, da kriege ich wahrscheinlich gleich Rebellen. So kann noch jemand eine. Oh, ho, 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 ho. Tim. Hier, schenke ich dir. Einmal Werkstatt. Ansonsten sieht es, glaube ich, ganz normal aus überall. Haben sie jetzt nicht so übertrieben entwickelt. Realismus. Ja, der bricht jetzt noch 99%, perfekt. Oh, Kyoto. Machen wir hier auch einmal. Ah, das wollte ich doch vorher schon machen. Fortschrittsbemühungen, so. Heiko? Ja? Hast du einen Anspruch auf die Euraten? Ja, klar. Ich habe die übrigens in der Werkstatt gebaut, falls du es nicht mitbekommen hast. Okay, danke schön. Weil dann haben wir nämlich jetzt... Speed laggt hinterher, komisch. Das ist weird. Hätte ich nicht erwartet. Weil dann haben wir haben eine Landgrenze mit den Euraten, dann können wir auch dann von den Euraten nehmen. Nein! Und der Shimazu hat übrigens jetzt Gewürznelken. Oh, jawoll! Ja, da vielleicht schon der eine, wann Ende ist. Ich würde sagen, jetzt ist eigentlich Ende, oder? Ja, mein Part ist tatsächlich
Sehr kurz, aber ja, wenn wir noch 5 Minuten rauszögern könnten, wäre schon nett, aber ich verstehe natürlich, wenn wir sagen. Ich frage in 5 Minuten. Okay, perfekt. Ja, komm, dann holen wir uns jetzt noch schnell die Müllpunkte. Dass wir noch einmal die Armee upgraden können, auch wenn es natürlich verschwendete Punkte sind, da könnten wir jetzt auch noch ewig warten. Ich will technologisch nicht so ganz hinterher sein. Eigentlich technologisch gut dabei. Weil ich weiß nicht, ach nee, dafür bin ich jetzt zu geizig. Ich pump die lieber hier rein. So. Handel kriege ich ein bisschen was, ich habe ganze 3% Einfluss. Das ist natürlich optimal. Wenn wir den Süden von Korea anschauen. Ja, der Handelspunkt ist ganz schön, ja. Die haben Provinz umgenannt. Deswegen. Oh nein. Ja, ja. Oh nein, der Süden ist viel geiler als der Norden. Das sehe ich als diplomatische Mitte und der Norden. Ah. Die haben das über 3 verschiedene Nationen ihre Provinzen umgenannt. Ich habe gerade den Kolonialismus gefördert. Wuhu! Kannst du mir verkaufen? Natürlich. Warte, wo bist du hier? Weißt du, die Provinz ist nicht sonderlich groß. Wissensteilung anbieten. Das ist wie so die Pirateninseln damals in der Karibik. Ja, ja. Oh. Gar nicht dazu, meine Flotte, die kommt immer wieder ans Meer von Bohai, um dann dort irgendwelche Ming-Schiffe zu töten. So. Oh je, da gibt es jetzt gleich wieder Rebellen. Ist Korea eigentlich tot? Ja, ich glaube, die sind tot. Nee, die haben tatsächlich noch Provinzen. Da muss man demnächst schon mal Krieg führen. Ja, aber Korea ist dann in. Ich frage dann, wann wir das nächste Mal dann weiterspielen, Heiko. Ja, ich. Also, ich hätte nichts dagegen. Also, ich meine, das Projekt bringt jetzt nicht krass viel Zuschauer und so, aber ich hätte schon Spaß und Freude. Ich muss halt gucken. Ich weiß halt nicht, wie, wo war es. Das kann sein. Also, nächste Woche geht auf jeden Fall nicht. Okay. Gar kein Fall. Ich krieg mein PC erst am Samstag. Und die Woche darauf. Kann halt, das Problem ist halt, ich habe da halt meine Orientierungswoche und das kann halt sein, ich lerne halt Leute kennen und wenn ich dann halt gerade mit den neuen Kommilitonen am Freitag in eine Bar gehen kann, dann muss man da akzeptieren. Oder warte, ist ja Donnerstag, gut, ja. Stimmt, ist ja Donnerstag, ja, Donnerstag könnte gehen. Wobei Donnerstag ist am meisten so Studentenparty-Zeug. Deswegen, ich weiß es halt echt nicht. Kann auch sein, ich habe nur Idioten in meinem Studiengang und ich hocke den ganzen Tag zu Hause und zock nur. Dann frage ich mich aber, warum ich ausgezogen bin. Also das werde ich eigentlich versuchen zu vermeiden. Ja. Außerdem kennst du doch bald genügend Leute in Leipzig über YouTube, oder nicht? Ja, ich kenne tatsächlich. Das ist immer so das Schöne mit mir. Meine Schwester, die war ja mit mir unterwegs. Und die war nur so, Alter Heiko, so, wo kennst du eigentlich nicht jemanden? So, egal wo wir waren, ob es in NRW war oder in Hamburg oder so. Ich habe halt immer so 2, 3 Leute getroffen. Das war halt immer ganz cool. Also das hat ja auch seine Vorteile als YouTuber. Wolltest du nicht noch kolonialisieren? Ja, erstmal kolonialisieren geht ja nicht, weil ich dafür eine Provinz bräuchte hier. Und, das kriegen wir. Das müssen wir mal ausprobieren. Okay. Ja, das muss man echt mal ausprobieren. Ich denke schon, dass es geht, aber. Tokugawa hat einfach 100% Freiheitsbestrebung. Boah, ich hätte so Einflussideen nehmen müssen, eigentlich. Ja, aber Tokugawa ist ja auch enorm mächtig. Also, ich glaube, das ist einer der reichsten und deathmäßig größten Staaten. Hast du die Death von dem gesehen? Ja, die war 39, absurd. 22, 58, 34, 28, 22. Aber allgemein, wenn du auf die Dev-Karte mal schaust, die Devs allgemein sind richtig krass in Japan. Es gibt viele Provinzen, die auf 30 sind. Ja, ich habe bei mir tatsächlich auch gar nicht so viel entwickelt. Ich hole mir jetzt. Ja, also es ist jetzt Ende, Heiko. Ja, im Moment. Okay. Also, ja, ich hätte jetzt noch alles gut. Ich hätte jetzt noch Kronland beschlagnahmt. Das ist nichts Wichtiges. Also von mir ist können wir Schluss machen. Dann würde ich auch den Part beenden. Das ist jetzt wahrscheinlich so der kürzeste Part, den ich jemals bei irgendwas hatte. Aber das Projekt ist damit wahrscheinlich auch vorbei. Mal schauen. Vielleicht wird es auch noch mal fortgeführt. Kriegt ihr dann auf dem Discord und so weiter auf jeden Fall mit. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat.
und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.